Einen wunderschönen guten Morgen aus Wiens schönsten, wahrscheinlich schönsten, traditionellsten Bezirk, dem ersten Bezirk. Ich befinde mich hier mitten in der Innenstadt und zwar in der Dorotheegasse 6 vor dem Café Havelka. Das ist Wiens bekanntestes Künstlercafé. Dieses wurde 1939 von der Josephine und vom Leopold Havelka gegründet, blieb seitdem unverändert. Und was dieses Café so traditionell und so speziell macht und ob sich hier noch ein waschechter Havelka befindet, das schauen wir uns jetzt an. Herr Havelka, darf ich du zu dir sagen? Ja, im Interview? Natürlich. Ja, super. Ja. Ich bin der Daniel. Ich bin der Günther. Günther, freut mich sehr. Und es freut uns sehr, dass wir hier bei dir in diesem wunderschönen Café sein dürfen. Die meisten Wiener behaupten ja, Wien ist anders. Viele Wiener würden sagen, dass sich Wien die letzte Zeit sehr verändert hat und dass Wien nicht nur multikulturell ist, sondern in vielerlei Hinsichten sich zu anderen Städten in Europa differenziert. Wie siehst du das? Und wenn du dieser Behauptung zustimmst, was macht Wien für dich so anders? Also Wien macht für mich Folgendes. Wien ist ein Unikat. Also Wien war immer Wien, weil wir haben eine riesige Geschichte hinter uns und wir haben natürlich auch die gewisse Spezialitäten, die wir haben. Wir sind umringt von Weinbergen, das heißt, wir haben ein bisschen Wein und Wein, wenn man ein bisschen Wein trinkt, dann wird das Gemüt, wie soll man sagen, entspannter, oder? Entspannter und man fühlt sich fröhlich und man legt die ganzen Sorgen, die man halt so im Leben hat, ab. Und man ist dann irgendwie erleichtert von der ganzen Geschichte. Nur man soll nicht zu viel nehmen zu sich, weil dann hat man eben den Kopf danach. Nicht? Also ich würde sagen, 3/8. Ja. Also auf längere Zeit, also haben wir jetzt innerhalb von 3 Stunden 3 oder 4/8. Das würde ich sagen, ist gerade das Angemessene, was man trinken könnte. Man ist ein ganz anderer Mensch. Nicht? Man, nicht nur jetzt, dass man jetzt Dulli oder betrunken ist oder sonst was. Das kann ich mir ja als Chef auch nicht leisten, weil wenn der Chef, bisschen, wenn man dann merkt, dass er ein kleines Schwips hat, ist es nicht sehr angenehm. Also dass man halt locker ist, ja. Und das soll auch so sein und damit sind wir ja, schwimmen wir auf der richtigen Welle. Mit guten Sinn in die Zukunft, sagen wir mal so. Ist es. Ja. Zweitens haben wir ja unseren Kaffee, nicht? Die haben uns ja die Türken hinterlassen. Kaffee, ne? Türkische Türkenbelagerung, die waren ja da und haben uns das mehr oder weniger als Geschenk hinterlassen. Ich war auch eingeladen bei den Türken, hier, türkische Botschaft, jetzt vor kurzem. So? Eine Kaffeepräsentation haben die gemacht, da habe ich meine Söhne auch mitgenommen, den Armin und den Michael. Wir haben auch eine Rösterei fürs Geschäft. Ja. Also meine Söhne haben eine Rösterei, wir haben da was zugekauft in Breitenfurt und mein Sohn röstet den Kaffee. Also wir können ja unsere Qualität irgendwie ein bisschen herrichten, so wie wir das wollen. Nur der Kaffee ist selbst geröstet. Selbst geröstet, ja. Wir tun auch einige Kaffees da jetzt beliefern, ja, im kleinen Rahmen, nicht im großen. Und wir haben eben das Glück, dass wir weit investieren können, weil das Geschäft geht ja nicht schlecht. Nicht? Also man muss sich halt immer bemühen. Früher ist der Chef von Tisch zu Tisch gegangen, bevor er weggegangen ist und hat sich verabschiedet. Und zumindest ist er vor dem Tierli gestanden und hat sich die Leute begrüßt. Heutzutage wird er das nicht mehr gemacht. Zumindest sehr selten. Mhm. Es gibt auch Leute, die haben zu meinem Sohn gesagt, Herr Havelka, das ist so einzigartig bei Ihnen, dass Sie hier sich verabschieden von mir. Ja. Ich meine, das ist ja logisch. Ist ja, ich implantiere den Menschen einen Kaffee-Bacillus ins Hirn hinein, damit sie wiederkommen. Weil wo gibt es das nicht? Uns ist aufgefallen, wir waren ja letzte Woche hier spontan, Günther, und wir wurden sehr herzlich von dir begrüßt. Es war wirklich eine außergewöhnlich herzliche, fast wie ein Empfangskomitee, und das kennt man eigentlich heutzutage gar nicht. Ne? Nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Ja, weil die Leute glauben, das geht alles automatisch dahin, durch diesen Tourismusansturm, den wir ja haben. Nicht? Was ist das Kurrilste oder die, sagen wir mal, die ausgefallenste Situation, die du in deinem Café schon mal erlebt hast? Das Ärgste war mit den Künstlern. Ja. Die Künstler waren ja meistens sehr unangenehme Leute. Ja. Die sind zum Beispiel, die haben sich, wie soll man sagen, kleinen Braunen getrunken und sind halt den ganzen Tag gesessen und haben da eben ihre Zeit verbracht. Aber so mit jetzt aggressiven Leuten haben wir eigentlich weniger zu tun gehabt. Mhm.
das meiste war halt mit den Zeitungslesern. Nicht? Das war so in den 50er Jahren, da hat es gegeben, also da haben es Leute gegeben, die haben nicht einmal sich die Zeitung kaufen können. Die haben eine Schere mitgehabt oder eine Säge und haben zum Beispiel den Artikel rausgeschnitten, ja? Aus der Zeitung. Ja? Und manchmal sind die Zeitungen verschwunden auch. Nicht? Das war natürlich eines der Sachen, also uns war das eigentlich eh wurscht, weil wir haben sowieso am nächsten Tag wieder neue Zeitungen bekommen. Ja. Aber es ist ja für die Leute, für die Kunden, der sucht gerade einen Artikel und dann muss er das Loch das ist ein Loch drin, weil nichts mehr da ist. Ja. Also das war eigentlich, haben wir oft gedacht, naja, meine Güte, mit Absprache von uns wäre das schon möglich gewesen. Nicht? Also dann nehmen Sie die Zeitung mit. Ja. Aber das wurde alles geheim gemacht. Die Männer mit den langen Haaren, nicht? Die haben zum Beispiel, das war natürlich auch nicht erwünscht. Nicht? Oder zum Beispiel haben sie angefangen zum Hasch. Man hat das also inoffiziell, man hat da schon ein bisschen was gerochen, nicht, von den Haaren. Oder wenn einer reingekommen ist mit dem Hut, der den Hut umlässt, ist der Vater hing und sagt, ganz bisschen geben Sie den Hut, aber das passt zu uns nicht herein. Also war schon eine Zurechtweisung von meinem Vater. Er wollte halt haben, dass es irgendwie alles seine Ordnung hat. Ja, das war schon. Ja, also früher war das ja mit den Kindern. Also, wenn der Vater was gesagt hat, hat man ein bisschen schon parieren. So. Also du meinst, das war alles ein bisschen disziplinierter und hat das ja, also, vermisst du das ein bisschen? Oder? Naja, also ich habe von meiner Mutter schon ein paar mit Brack habe ich schon ein paar mitgekriegt. Ja. Den bringst du mit 10 Jahren vorher ins Grab. So eine gesunde Watschen quasi. Nein, mit Brack habe ich es nicht. Mit Brack, ja, aber wie gesagt, geschadet hat es mir nicht. Na? Ich bin ja eigentlich ein guter Bürger geworden, trotz alledem. Und ja, habe das eigentlich irgendwie akzeptiert. Ja. Mhm. Und dann, wie ich dann älter geworden bin, habe ich die Hände gehalten. Also nicht mehr angehen. Es hat einige gegeben, die Lokalverbot gekriegt haben, weil sie einfach nicht reingepasst haben. Mein Vater hat gesagt, es ist ein anderes Café. Also, da war man ganz, ganz hart, hat es keine Pardon gegeben. Zweck, Stichwort Lokalverbot. Meine Frage an dich, sicher eine Frage, die du jetzt nicht zum ersten Mal hörst. Ja. Es gibt auch ein 2009 erschienenes Buch darüber. Ja. Darf man als Nackerter ins Havelka? Kann man schon, ja, eine kleine Runde kann man machen, wieder außen. Weil im Grunde ist ja das keine böse Tat, sondern das passt ja zu uns durch dieses Lied, Havelka. Also wir sind die Einzigen, die so bleiben und hoffentlich kommen noch ein paar dazu, damit das Café jetzt weiter im alten Stil weitererhalten bleibt. So soll es sein. Lieber Günther, vielen herzlichen Dank. Hat mich auch gefreut. Alles, alles Gute. Dankeschön. Und ja, man sieht Sie sicherlich demnächst wieder auf einem Café. Ja, okay. Tschüss. Jesus nah. Was macht ein Nackerter im Havelka?